uns, wovon wir vorhin gesprochen haben, etwas in die Welt zu setzen. Und das ist, das macht das, das ich meine, eine, ich würde sagen, es ist Gott unterstellt man, kann man natürlich keine menschlichen Eigenschaften zuschreiben, ja. Aber es macht es so wahnsinnig schwierig, damit umzugehen, wenn jemand so völlig ja, selbstlos, ja. Und da ist das Wort ja. Nämlich, selbstlos liebt. Rückhaltlos. Rückhaltlos und selbstlos, also wirklich nichts in der Hinterhand hat, aber, weder aber, Hintergedanken noch sonst aber was. Aber das ist etwas, was wir Menschen manchmal selber erfahren, wenn wir nämlich unsere Erwartungen enttäuscht sehen. Mhm. Denk mal an ein Kind oder an irgendeine Sache, wo du wirklich auch Herzblut, gutes Wort übrigens, dran nicht nur verschwendet, sondern reingesteckt ja. hast. Und es läuft ganz anders, als du denkst. Mhm. Es könnte, also alle deine Erwartungen sind enttäuscht worden. Mhm. Und du sollst trotzdem, und du kommst selbst zu der Situation und trotzdem lieb ich ja. Das ist dann etwas, wo du in dem Moment Erwartungen wirklich weggehst und rückhaltlos dann wieder lieben kannst. Das sind aber nur Momente. Wir können eigentlich nicht permanent so lieben. Ja, es kommen immer wieder Hoffnungen, es kommen wieder Erwartungen, es kommen immer wieder Dinge. Aber so punktuell, situativ, Momente, wo man das spürt, dass das geht, die hat jeder. Das ist übrigens, wenn ich mal die These wagen darf, naturwissenschaftlich nicht erklärbar. Nee, das hat ja nicht mal den kleinsten Vorteil dann. Nee. Also wenn man sagen wir mal das Leben unter dieser Vorteil-Nachteil-Geschichte Vorteil-Nachteil-Spiel spielt. Evolutionär oder? Ja, ganz evolutionär. Ne? Wir haben einen Erkenntnisapparat, der hat sich entwickelt und die Erkenntnisse, die wir machen, die haben damit zu tun, was wir eben erkennen können. Ja. Mehr können wir nicht erkennen. Und dann gibt es Dinge, die darüber hinausgehen. Ja. Und dann würde diese rückhaltlose, selbstlose Liebe würde auf jeden Fall dazugehören. Ja. Und dann sind wir Naturwissenschaftler natürlich raus. Dann kann ich jetzt eigentlich das Boot hier verlassen und kann sagen, also hör mal, da nee. Kann ich nur noch das Feld den Theologen überlassen. Auch das oder? Nicht, denn Gott sei es gedankt, um ihn wieder ins Spiel zu bringen, ist es halt so, dass so ein Physiker oder auch Sie selber neben Ihrem Beruf und ich neben meinem Beruf, der ja auch Theologe ist, trotzdem auch noch Menschen sind. Physiker sind auch Menschen. Ja, das finde ich einen schönen Satz. Gell, ist das finde ich, dass das auch mal gesagt wird. Ja, also dass wir nicht, ja. Und dass deshalb auch die Probleme oder die Fragen, die man vielleicht mit einem eigenen Beruf nicht beantworten kann, dennoch mit dem eigenen Leben beantwortet werden müssen. Ja, aber das ist natürlich schon fast ein Programm, von dem du da sprichst. Denn genau. die Veränderung der Wissenschaftslandschaft in den letzten 500 Jahren von einer Wissenschaft, die den ganzen Menschen betrachtet hat, namentlich auch eben seine selbstlosen Aspekte, die zur Liebe gehören, die sind ja aufgesplittet worden in 1000 verschiedene Unterabteilungen. Und jede Unterabteilung kümmert sich um jeweils ihre Abteilung und sonst um nichts. Mhm. Ja. Und das oftmals mit Passion, mit Liebe. Genau. Also genau. Wirklich völliger Hingabe an ja. das Fach. Ja. Ja. Und da wird auch alles vergessen drumherum. Ja, ja. Was dann unter Umständen dazu führen kann, dass aus dieser selbstlosen Liebe auch fast schon eine Hölle werden kann. Nämlich für alle diejenigen, die um diese Person herum sind. Und sagen, ja, ist der denn völlig verrückt? Wieso macht der oder die das eigentlich und kümmert sich umsonst nichts? Mhm. Also diese Selbstlosigkeit, das Lustige ist, oder was heißt das Lustige? Lustig ist vielleicht nicht das richtige Wort, das Interessante ist, dass diese Selbstbezüglichkeit, die in dem Wort selbstlos steckt, ja. Ja, nämlich um selbstlos zu sein, muss es ein Selbst geben. Ja. Und damit hat man so einen Kreis, aus dem man scheinbar zunächst einmal nicht mehr rauskommt. Ja. Dass man sogar zeigen kann, dass zum Beispiel Wissenschaften sich selbst gar nicht begründen können. Also Wissenschaft kann von Menschen selbstlos getrieben werden, weil sie sind so wahnsinnig verliebt in das Fach, dass sie sich nichts anderes vorstellen können. Aber sie können nicht begründen, warum sie so wahnsinnig, also es gibt dann so Anlässe, so Schlüsselerlebnisse oder sonst irgendwas, aber was sie umtreibt. Ja. Das ist interessant, weil das ist ja genau etwas, was zur Liebe ganz elementar dazugehört, denn Liebe... At the breakaway state's main airport, takeoff means Turkey. An embargo means you can't fly to or from anywhere else. Imagine the frustrated isolation felt by the director of an airport that's shut off from the world. I would love to be able to establish contact with similar authorities, let's say in UK or in Brussels or
anywhere else. So Turkey won't open its ports to the official Cyprus, an EU member, until ships can come and go freely to places like this in the north. But the Cypriots warn Turkey mustn't flout EU law, the acquis in the jargon. Make Turkey understand that the acquis is not about Oriental Bazaar. The acquis is there, it applies to all candidate countries, and no one should expect discounts from it. Turkey is playing an awkward, dangerous game at a time when hostility is already growing in Europe. Mark Mardell, BBC News, Northern Cyprus. Here in the UK, Prince William became Second Lieutenant Wales as he received his commission as an army officer. He marked the end of his training at Sandhurst Military Academy with a parade. It was watched by the Queen, the Prince of Wales, and his girlfriend. Arriving a few minutes ahead of the royal family, the Middletons, Prince William's girlfriend Kate in red, and her mother and father. They took their places in the stands in front row seats specially reserved for the guests of Officer Cadet Wales. He was already on the parade ground in the front rank of the Sovereign's platoon. Kate's neighbour evidently hadn't spotted him, but she certainly had. And from him, a quick glance to make sure the guests had arrived safely. For the second time this year, the Queen attended the parade to see one of her grandsons complete his officer training and receive his commission. A proud moment for family and friends. William has spent 11 months on the officer training course, and by all accounts, he's done well. He'll now join his brother Harry in the Household Cavalry. He'll concentrate on preparing himself for his future role as king. What part might this young woman play in that future? Well, her presence at such a high-profile public event confirms the significance of her relationship with William, but at least in the immediate future, there seems no question of that relationship being placed on a more formal footing. Nicholas Witchell, BBC News, Sandhurst. Now, it's not an unusual sight, drunken commuters falling asleep in train carriages, but one overindulgent man ended up napping on the tracks, inches away from high-tension electric rails. Kevin Craswell from London was found the morning after the night before, snoring, seemingly unaware of the travel chaos he was causing. He'd consumed a vast quantity of alcohol, and Kevin Craswell needed to sleep it off. With a train track for a pillow, he chose one of the most dangerous places possible. One small move could have been fatal. Railway workers in Epsom looked on in disbelief as trains were diverted to avoid him. Even the noise of the helicopter overhead failed to rouse him. In the position that he was lying, if he had outstretched his leg, he would have touched the third rail and he'd have been electrocuted with 750 volts. That power is on 24 hours a day, 365 days of the year. And if he'd have moved his leg 1 foot, he'd have been dead. His drunken actions on that March day had wider repercussions. Power to the main tracks around Epsom had to be cut, trains diverted, passengers delayed, a total cost of around £8,000 to the train companies. Kevin Craswell said he was totally ashamed by his actions. He can't even remember walking along this platform because he was so drunk. He can't remember going to sleep down there using the track as a pillow. Today he was ordered to pay £560 in compensation and given an 18-month community sentence. He was also told to carry out community service. But when you think about what could have happened on that day, it's a very sobering thought indeed. Alison Harper, BBC News, Epsom. And our main point once again for you, the governor of Florida, Jeb Bush, has suspended all state executions. He came out for a convicted murderer. It took twice as long to die by lethal injection. In a separate move, a judge in California has ruled that executions by lethal injection violate the state's ban on cruel and unusual punishment. That's it. I'm Alistair Yates. Hello there. Looks like we'll see a spell of rain for a time across parts of the Middle East. The main area of rain from Kuwait through Riyadh and across towards...